Was bei dieser Testanlage der Firma Geberit in Jona schön sichtbar ist, versteckt sich normalerweise in den Mauern unserer Häuser. Aufdringliche Wassergeräusche von Spülkästen, Duschen und Abwasserrohren werden so gut gedämpft. Der Nachteil, das Wassersystem ist nur noch schwer zugänglich. Darum versuchen Hersteller von Sanitäranlagen, die Zuverlässigkeit ihrer Produkte mit intensiven Tests zu verbessern. Doch für ein Problem gibt es bisher noch keine befriedigende Lösung: wenn sich im geschlossenen System Kalk ablagert. Naja, es funktioniert dann einfach nicht mehr richtig, weil irgendeine Bewegung nicht mehr wirklich funktioniert, ne? Und dann klemmt es und dann tut es nicht mehr richtig. Eine Kaffeemaschine lässt sich noch relativ unproblematisch entkalken. Bei einem eingemauerten Wassersystem ist das nicht so einfach. Wenn etwas kaputt geht, dann wird es ziemlich aufwendig. Man muss den Installateur holen. Es muss im schlimmsten Fall aufgespitzt werden. Das ist alles aufwendig und darf einfach nicht passieren. Und das sind die Übeltäter. Kalkkristalle unter dem Mikroskop. So. Hier sieht man sehr schön, wie sich Kalk auf dem Wasser anlagert. Ich stelle jetzt scharf. An der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur soll Grundlagenforschung konkret werden. Gemeinsam mit dem Industriepartner Geberit geht das Institut für Materialien und Verfahrenstechnik dem Problem Verkalkung auf den Grund. Kalk haftet auf allen festen Oberflächen unterschiedlich gut, aber leider zu gut. Man kann es nicht einfach abspülen, sodass man hier spezielle Maßnahmen braucht. Der erste Schritt auf dem Weg zur Lösung ist das Verstehen. Im Rasterelektronenmikroskop werden die Kalkproben mit einem Elektronenstrahl abgetastet und können so bis zu 1 Million Mal vergrößert werden. So kann man die Proben genauestens analysieren. Denn Kalk ist nicht einfach Kalk. Das ist eine von drei verschiedenen Kristallformen des Kalkes. Wir nennen sie Watterit. Man sieht, sie ist plättchenförmig. Das hier ist eine zweite Kristallform des Kalkes. Wir nennen sie Aragonit. Sie ist blumenartig. Hier sieht man die dritte Kristallform von Kalk, Calcit. Calcit ist die stabilste Kristallform und verursacht am häufigsten Probleme im Zusammenhang mit Kalkablagerungen. Deswegen fokussieren wir unsere Untersuchungen auf Calcit. Aus der Analyse in die Praxis. Es werden verschiedene chemische Lösungen zur Beschichtung von Kunststoff hergestellt. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Zum Beispiel kann man Wasser- und schmutzabweisende Beschichtungen ähnlich dem Teflon untersuchen. Das haben wir auch gemacht und gesehen, dass diese Beschichtungen die Anhaftung von Kalk nicht verhindern können. Der Grund? Selbst bei der glattesten und härtesten Oberfläche sind die chemischen und physikalischen Anziehungskräfte zwischen den Kalkkristallen und der Oberfläche zu groß. Kalk lagert sich sogar bei stark fließendem Wasser ab. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von flüssigkeitsähnlichen Beschichtungen. Das heißt, Beschichtungen, die sehr flexible Moleküle enthalten. Diese Molekülketten haften an der Oberfläche wie Seegras auf dem Grund eines Sees. Sie verhindern durch ihre Beweglichkeit, dass die Kalkkristalle an der Oberfläche haften bleiben. Die für die Haftung benötigte Wechselwirkung zwischen Kristall und Oberfläche kommt nicht zustande. Die genaue chemische Zusammensetzung dieser Molekülketten bleibt aber vorerst noch geheim. Diese flüssigkeitsähnlichen Beschichtungen, die wir entwickelt haben, die haben einen sehr guten Antikalkeffekt gezeigt. Das heißt, diese Schichten können die Anhaftung von Kalk verhindern. Der Anfang ist gemacht. Die Entwicklung ist bereits patentiert worden. Es ist absehbar, dass der Kalk in diesen Rohren bald keine Chance mehr haben wird.